Sie sind ja durch den Wind. Ach ja, ich war heute so unfair zu meinem Kind. Ich habe ihn richtig angebrüllt und ihn sogar einfach viel zu grob festgehalten. Ah, und jetzt haben Sie ein schlechtes Gewissen? Ja, ich war echt kurz davor, ihn zu schlagen. Ich habe wirklich Angst, dass es irgendwann mal passiert. Ich habe vor allem das Gefühl, wenn ich mit den Kindern alleine gelassen werde, dann kann ich irgendwie meine Impulse nicht mehr kontrollieren. Okay, spannend. Wissen Sie noch, wie Ihre Eltern damals reagiert haben, wenn sie sich fehlverhalten haben? Also wenn sie zum Beispiel gehauen haben? Ja, also sie haben mich bestraft. Also weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel meine Schwester gehauen habe, dann haben sie mich aufs Zimmer geschickt oder sowas. Und haben Sie dadurch aufgehört, Ihre Schwester zu hauen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe sie nur nicht mehr geschlagen, wenn meine Eltern dabei waren. Und das hat eher so heimlich gemacht. Sie haben also gelernt, ihren Impuls, ihre Schwester zu hauen, zu unterdrücken, solange sie unter Beobachtung standen. Ja, genau. Sehen Sie, und genau dieses Muster wiederholt sich gerade. Es gibt zwei Arten, wie Menschen lernen können, Impulse zu unterdrücken. Die meisten von uns wurden als Kind für aggressives Verhalten bestraft. Das heißt, wir haben gelernt, Impulse zu unterdrücken, um Strafen zu umgehen. Das funktioniert allerdings nur so lange, wie eben eine Kontrollinstanz da ist. Der andere Weg zu lernen, aggressive Impulse zu unterdrücken, ist durch Empathie. In Fall hätten sie aufgehört, ihre Schwester zu hauen, weil sie gesehen hätten, dass sie ihr wehtun und sie das hätten vermeiden wollen. Diese Art der Impulskontrolle bildet sich aber langsamer aus und es fällt vielen Eltern schwer, diesen Zeitpunkt abzuwarten. Das heißt, der Impuls, mein Kind zu schlagen, ist stärker, wenn niemand sonst da ist, weil ich nicht kontrolliert werde. Es könnte sein, dass sie dadurch, dass sie es als Kind nicht gelernt haben, quasi noch nie gelernt haben, ihre Impulse auf diese empathische Art zu unterdrücken. Aber was kann ich dagegen tun? Es üben. Jedes Mal, wenn sie sich gegen den Impuls entscheiden und für die Empathie, bilden sich neue Nervenbahnen in Ihrem Gehirn. Schreiben Sie Situationen auf, gehen Sie sie nochmal im Kopf durch. Wir können auch hier gerne darüber sprechen. Sie werden es auf jeden Fall schaffen. Okay, danke. Das werde ich auf jeden Fall versuchen.